Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time Walk and Talk. Ja, es ist mal wieder Time Walk, eine Time Walk and Talk Hauptstelle. Unglaublich, ob das zusammenhängt, ich glaube nicht. Heute mit einer Twitter-Frage, mal wieder irgendwie die letzten nur, ne? Ich muss gar nichts mehr alleine machen, ist ja schön. Von Pilgor, da ja nichts Großes mehr an diesem Addon kommt, dein Fazit zu Legion, was hat dir gefallen, was nicht und warum? Und das ist natürlich so eine Frage für Time Walk and Talk, ne? Wo ich mir immer denke, warum nochmal machst du dieses Projekt immer spontan? Weil es ist, glaube ich, unmöglich, das alles zusammenzufassen, deswegen... ist es vielleicht ganz gut, dass ich das grundsätzlich gar nicht erst versuche, sondern nur ganz spontan, was für mich Highlights waren vom Addon. Und ich glaube, das ist sowieso eine Thematik, wo wir umso eher BFA dann vor der Tür steht und umso näher es rückt, immer wieder drüber reden. Aber gut, irgendwann muss man ja mal am das muss man irgendwann mal machen, mal anfangen. Und genau, das machen wir heute in dem Part, ne, Freunde. Schönes in Legion, was hat mir gefallen und was nicht. Also was ich in Legion ganz großartig fand, war das Weiterführen von dem eigentlich schönen Questdesign, was ich seit Katalieb gewonnen habe, ne. Also nicht von wegen tausendmal Dead Space Backtracking-mäßig hin und her rennen, sondern hier schön oben immer wieder abgeben, weiterführen, Storylines, Questvertonungen, bekannte NPCs, ja. Nicht nur irgendwie Markus von Rotkammgebirge, den man überhaupt noch nie gehört hat und der auf einmal eine große Rolle spielt oder so. Ich glaube, den gibt's auch gar nicht, ne? Davon abgesehen. So eine große Rolle spielt er, den gibt's gar nicht, ne? Muss man sich mal vorstellen, Freunde. Ihr macht euch keine Begriffe. Und das fand ich zum Beispiel sehr schön. Ich fand sehr schön diese damit verbundene auch Klassenorientierung, sage ich mal. Also Klassenorientierung nicht im Sinne von, in welchem Raum haben wir heute Unterricht, sondern im Sinne von Klassenhalle. Ja, Klassenhalle, Klassenkampagnen, Klassenmounts, also ganz viele Sachen, die einfach schon Klasse im Namen haben und einem so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, dass man doch mit seiner Klasse was ganz Besonderes ist. Ne? Vielleicht ein bisschen geschmälert, dass in der Paladin-Klassenhalle beispielsweise 300 Leute mit demselben Aschenbringer rumrennen, aber hey, das ist dann der MMO-Faktor, den wir ausblenden müssen. Und letztendlich, der nächste Punkt, dass Blizzard auf einige Sachen gehört hat von uns Spielern, ne, die uns in den letzten Addons eben nicht so geschmeckt haben. Zum Beispiel die Garnison, die viele von uns recht schön fanden und auch heute noch als Goldlager noch und nöcher benutzen. Ne. Zum anderen aber, wie gesagt haben, hey, wäre schon nicht schlecht eigentlich in einem MMO, auch mit dem letzten Twink, der dann nur ein paar Goldmissionen macht, ab und zu mal einen anderen Spieler zu sehen. Ne, das heißt, da wurde direkt reagiert. Ja, auch dieses Follower-Garnisonsystem wurde ausgebaut, dass wir nicht mehr 300.000 Leute rekrutieren müssen, sondern da jeder ein bisschen Storyline bekommen, eine eigene Questreihe und so weiter. Ne? Alles solche schönen Sachen. Insofern fand ich, dass Legion durchaus ein Addon war, in dem Blizzard gezeigt hat, dass sie auf die Spielerschaft hören können, dass sie Feedback umsetzen können und auch wollen. Ja, und dass sie wirklich in der Lage sind, auch solche Sachen zu verbessern, die einfach viele in gewissen Punkten angekotzt haben. Ja, muss man sagen. Digga, da hinten war deine Animation, weil mit dem Wurmlos, er ist völlig außer Kontrolle, ne? One-hittet er nicht, wenn man einen so trifft. Da wäre nicht schlecht, wenn die Animation sitzt, ne? Das Wetter ist Mist, aber die Animation sitzt, ne? Das neue Wurm-Wettertaft, Freunde. Wunderbar. Schmiert's euch in die Haare und schon springen die Haare so hin und her auf eurem Kopf, ne? Beste Leben, Alter. Würde kaufen. Würde kaufen. Ja, das ist für mich so ein bisschen der Grundkonsens von Legion. Ja, was natürlich aufgeblüht ist, ist jetzt sowas weg von Challenge Mode hin zu Mystic Plus. Ja, wenn ich mir diese Turniere angucke, ihr wisst, ich bin nicht der größte Freund von Mystic Plus, aber ich finde es ganz toll, wenn Spieler sich für was begeistern können und das verbindet und dann noch Turniere gemacht werden, noch und nöcher, finde ich dieses Ganze drumherum natürlich ganz toll, wie auch Fußball, ja. Finde ich super, wenn man einen Grund hat, sich zu treffen, zu erzählen, zu betrinken, rumzuschreien, ist mir relativ egal, ob da jetzt im Fernsehen Fußball läuft oder Basketball oder eine Talkshow bei Anne Will, ne, wobei da gibt es vermutlich relativ wenig Gruppen, die sich da treffen, aber hey, ihr versteht das Prinzip und das war für mich so ein bisschen Legion, ne. Was Legion allerdings für mich auch hatte, waren einige fragwürdige Entscheidungen, ja, wie zum Beispiel dieses ganze Gedöns mit den Invasionen. Da machen sie schöne Questgebiete, da machen sie relativ schnelle Questgebiete, da geben sie uns Auswahl, da geben sie uns Story, geben sie uns Sequenzen, geben uns Bonusziele, geben uns Weltbosse, geben uns Weltquests, bla bliblub. Und dann geben sie dir Invasion. So, ich will nicht wissen, wie viele Chars ich einfach durch die Invasion hochgelevelt habe, ja, von 100 bis 110 und auch davor schon im Pre-Event, ohne irgendwie einen Bezug zu dem Charakter aufzubauen, ohne irgendwie mein Gear über 800 zu pushen, sodass ich auf Argus vielleicht mal einen Mob klatschen könnte, ja. Insofern, Invasionsfeature schön, die Legion steht vor der Tür, man sieht es und man glaubt es kaum, ne, bei allem, man guckt eigentlich aus dem Fenster, egal wo, es ist alles grün, ja, aber wir brauchen noch ständig eigentlich Invasionen, die uns irgendwie 3 Milliarden EP für unsere Twinks geben, so nach dem Motto, ne. Wobei, man muss ja auch sagen, man braucht sie auch für die Match-Shout-Challenge. Ne? Natürlich, Nether-Splitter müssen gefarmt werden, Freunde, obwohl wir da natürlich alle First Try schaffen, oder? Ist klar, Digga, Match-Shout, wer ist das? Was ist los, ne? Ist natürlich ganz klar. Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, davon abgesehen von solchen, ja, was heißt fragwürdige Entscheidung? Also, ich finde es ein bisschen komisch, wie lange es dann noch ging, wie viel es letztendlich bringt, da irgendwie mit Weltgruppen, Weltquest-Gruppen-Tools in die Russengruppe zu joinen, dann fix für so eine Weltquest mal ein Level abzukriegen. Weiß ich nicht, da kann man irgendwie auch eine Mission starten, die geht 3 Tage und kriegt dann sein Level ab. Ja, da finde ich teilweise eben fraglich. Heißt, es gab auch für mich nicht nur Positives, es gab auch Fragliches.
Was mir allerdings auch ganz gut gefallen hat, ist das Prestige-System im PvP, was wir bekommen haben. Ja, da noch ein bisschen Bastelei mit PvP-Talenten, was, glaube ich, auch einfach mal erwähnt werden muss. Denn auch wenn ihr kein PvP spielt oder kein Freund davon seid, glaube ich, ist klar, dass das einige Designstunden und Balance-Überlegungen, lull, Balance in PvP 2018, Lachkrieg, natürlich gekostet hat. Naja, das ist, glaube ich, jedem von uns klar. Und letztendlich eine schöne Sache geworden ist, mit der man rein theoretisch, ja, ein bisschen Variabilität auch ins PvP bringen kann oder in seinen Playstyle oder eben in sein eigenes Spiel, ist so ein bisschen eventuell dasselbe wie der eigene Playstyle, aber hey, oder? Nieder mit den Anglizismen. Und letztendlich in der Praxis sieht das Ganze anders aus, allein wenn ich immer gucke, wenn ihr eure Skillungen einblendet in Replays, ne? Gerade liebe Frostikas, liebe Furorkrieger, ne? Ich sag mal, Variabilität ist manchmal vielleicht auch Einheit. Ja, vielleicht ist Variabilität auch manchmal Einheit, vielleicht muss man das einfach auch mal sagen. Kann ich den taken als, warum kann ich ihn nicht angreifen? What the, ich take ihn, Digga, ich take den Sturm einfach, oder? Ruhe nach dem Sturm, ja. Komm, fall um, geh doch nicht, er geht nochmal hoch. Haut ihn doch um, jetzt 5%, komm schon, er entkommt, der Boss entkommt, Freunde. Haut ihn jetzt um, komm, weg mit dem, ja, jawohl, schöne Sache. Mount Drop, nö, dann eben nicht, ne, dann eben nicht. Das heißt, was ich in Legion besonders mochte, ist so ein bisschen der Fokus auf den eigenen Charakter. Ich sag mal nicht Klasse, auf den eigenen Charakter. Ne? Ich meine, du konntest dir ein eigenes Mount erquesten, du konntest dir eine Rolle in deiner NPC-Klassenhalle unter einem großartigen Rollenspiel-RPG-Faktor eben erquesten. Ne? Du konntest dir so ein bisschen mit deinen Anhängern deine eigene Armee aufbauen, Truppen rekrutieren, hat's in der Klassenhalle Verbesserungsmöglichkeiten, hat's eine Menge Auswahlmöglichkeit letztendlich, wenn du eine Menge abhattest in dem Moment und nicht ständig alle machst, ne? Bei den Weltquests für deine Truhe und so weiter. Das heißt, das Rufsystem oder das Ruffarmsystem wurde recht gewinnbringend überarbeitet, möchte ich sagen, mit diesen 4 Quests, dann hast du die Kiste, dann hast du den größten Teil geschafft, den du machen kannst, kannst aber natürlich zusätzlich noch alle Quests machen, ne, und dadurch noch mehr Ruf generieren, wenn du jetzt unbedingt Erster sein willst und so weiter, ne. PvP-System schön gemacht mit dem Prestige-System, ja, insofern fällt mir momentan wenig ein bei Legion, wo ich meckern könnte, selbst die Berufe. Und seien es nur die Berufsquests, ja, und ich sehe mal den Postmeister jetzt mit dazu, der jetzt vor kurzem erst kam, ist auch ein Beruf, Briefträger, ja, die waren ja auch schon großartig, ja, also Berufe, what the fuck, Berufe neu gemacht und so ein Kram, fand ich auch alles wunderbar. Und hab einfach wirklich wenig zu meckern und konnte ja, oder wir spielen ja auch im Stream die BFA Alpha momentan an und auch da sehe ich viele dieser Punkte wieder da, auch wenn wir natürlich, wo kommen die denn her, hör mal, ich habe den noch extra da oben getötet, dass die nicht kommen, Junge, ja, unglaublich, da haben wir es ähnlich, ja, da haben wir auch wieder einen Missionstisch natürlich, das ist ja nur auch eine schöne Goldeinnahmequelle, wobei mir von WoD auch mein geliebtes Garnisonslager fehlt, ne, also bei meinen Twinks fehlen mir Ordensressourcen, ganz einfach, ne, da fehlen mir ganz einfach Ordensressourcen, um jetzt zum Ende quasi noch gewinnbringend Goldmissionen zu starten und so ein Kram, ne, die fehlen mir einfach, hatten wir in WoD das Gute, hast den Twink abgestellt, ne, Ordenslager freigeräumt und 1-2 Attacke und fertig ist die Laue. Digga, guckt hier eigentlich noch irgendwer anderes noch mit hier drauf oder gehe ich hier gerade alleine durch? So, völlig geisteskrank, oder? So viel Augen habe ich auch nicht, Mann. So viele Augen habe ich da auch nicht. Das ist ganz traurig. Und ja, dementsprechend habe ich leider gar nichts zu meckern. Ich weiß nicht, ob ihr viel zu meckern habt. Was zu meckern ist. Natürlich, also nicht nur durchgehend Mega-Positivität, ne? Ich habe natürlich auch ein bisschen was zu meckern. Und das ist das Gating. Achso, die können sich porten, okay. Das ist das Gating. Ja, angefangen bei der verhärten Küste mit hier eure neue geile wöchentliche Quest. Finde 3 Truhen. 10 Minuten fertig. Hast du Pech, 30 Minuten war völlig kacke, ne? Hast du noch mehr Pech, ist gerade gar keine ab, suchst da eine Stunde ewig rum. Oder hier deine nächste wöchentliche geile Legionsrichter-Quest. Töte 50 Dämonen in Suramar, ne? Have fun, Diggy, so nach dem Motto, ne? Ja, hier wurde auch schon beehrt, ne? Einfach abgelehnt und freigelassen. Ja, ein Freigeist, sagt man so schön, ne? Bei einem Holy Priest ein Freigeist. Bester Mann. Und das geht mir auf den Sack und findet jetzt meiner Meinung nach seinen absolut unnötigen Höhepunkt in Silithus, Freunde. Was ist denn Silithus? Kriegen wir als Endzone hier nach Argus quasi präsentiert die große Abschlussquest, wo wir schnellstmöglich versuchen müssen, das verderbende Schwert von Sargeras aus Azeroth zu ziehen, bevor er unseren Baby-Titan killt. Und was machen wir? Wir töten irgendwelche Kultisten, wir kloppen uns ein bisschen um Azerith und dann steht Magni da und sagt, naja, ich überlege mal eine Runde, ne? Und das war's. Was ist denn die Intention, hier diese Mobs immer zu pullen? Ich wüsste es wirklich gern, Freunde, weil ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mal, wie es funktionieren kann oder warum man sich auch nur in der Nähe von ihnen positionieren sollte, wenn wir hier so einen großen Freiraumweg haben. Aber gut, das ist wieder mal ein anderes Thema, ne? Insofern ja, ist ja nicht so, als hätten wir keine Zeit in Time Walk and Talk. Lül. Lül. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, was sie mit diesem Gating machen. Ja? Ich meine, da war ich teilweise so, ja, nicht pisst, aber das war teilweise so komisch. Da habe ich ja eine kleine Machinima-Reihe gemacht, wo ich es verarscht habe, ne? Da habe ich ja kleine Machinimas gemacht. Die Playlist findet ihr auch auf dem Kanal. Sind, glaube ich, 4 Videos drin. Kann man sich mal gönnen bei Interesse.
da habe ich einfach, ne? Das ist das erste Mal, dass ich sowas machen musste, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich es jetzt mit meiner Viewer-Base, der Community, mit euch jetzt darüber zu reden und zu sagen, das ist doch eigentlich der größte Bullshit, ne? Und dachte, dann machst du es so. Ich weiß nicht. Und was ist jetzt Silithus? Ja, was ist denn Silithus? Ich meine, da können wir ein Haustier campen. Da können wir neue Drohnenmobs töten, da können wir Goblins und SI7-Agenten umholzen, weiß ich nicht, können wir Roleplay machen auf Aldor und dann so tun, als hätten wir jetzt das Arzerit-Vorkommen für unsere Fraktion gesichert, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist der Krieger, dass der bei diesem Mob bestimmt sterben wird, ne? Und der Mage vermutlich auch, so wie der ja pullt, wenn er mal einen Pyroschlag-Proc bekommt hier, der Heini, ne? Unglaublich. Insofern, das finde ich ganz problematisch und das ist hoffentlich etwas, was sie nicht mit nach BFA nehmen. Also Gating kann dann, also ist natürlich auch möglich, ja, Gating und Phasing sind ja nun zwei Sachen, mit denen Blizzard auch seit geraumer Zeit experimentiert, mal mehr, mal weniger erfolgreich, das muss man, glaube ich, fairerweise auch dazu sagen. Und er geht echt nicht weg, ne? Ja, welcome to the One-Hit-Mechanik, ne? Welcome to Cutter Time Walk. Und das ist eine Sache, die muss ich nicht im BFA haben, ne? Also an und für sich, an sich, von mir aus, klar, wöchentlicher Content, ja, von mir aus eine coole Questreihe, die muss dann pausieren oder man sammelt irgendwelche Reagenzien, die erst gemischt werden müssen oder getestet oder blabliblub, ne, solange man das auch storymäßig verpacken kann, Freunde, aber was war's denn an der Küste? Was war denn, ja, hier, wir haben jetzt eine Woche überlegt, um dir jetzt neue coole Quests zu geben, für die du eine Woche gewartet hast, in der Zeit gab es gar keinen Content, du konntest gerade mal das Ageras Random PvP machen, GZ die Spaghetti, ne, have fun, Ibims Illidan und so, ne, und dann nach der Woche kommst du an und er sagt so, ja, red mal mit Maiv und Maiv so, hab ich vergessen, wir haben eigentlich nur gesoffen die Woche, töte mal 50 Dämonen, ne, sammel mal 3 Kissen, ach ja, töte mal nochmal 100 Dämonen, ach, du hast genug Dämonen getötet, naja, dann will ich jetzt aber, dass du nicht die normalen Dämonen tötest, sondern du musst jetzt die fucking Sentinax beschwören. Du musst jetzt die fucking Sentinax mit einer Gruppe beschwören und da Elite-Dämonen töten. Und die droppen, wenn du Glück hast, droppen die Siegel und davon bringst du mir bitte 100 Stück. Und dann nächste Woche überlege ich mir noch was Cooles, bis dann. Ne? Das fand ich zutiefst strange und auch einer eigentlich wunderbar angepriesenen High-End-Klassen-Mount-Quest-Reihe absolut unwürdig. Ja, also die Questreihen an sich am Ende, die waren mega. Zu den Klassen-Mounts, teilweise auch sehr witzige Quests zu den letzten Followern hier im Sinne von, der hat jetzt echt diesen letzten Mob gepult, ne, ich fass es nicht. Im Sinne von, ich werde hier gleich völlig wahnsinnig, und im Sinne von die Champions der Legionsrichter, ne, die letzten Follower, die wir uns dann quasi dann noch geholt haben, die waren auch teilweise sehr witzig, das war auch toll, das war auch innovativ, ja, aber teilweise die Wege dahin, Freunde, teilweise die Wege dahin und teilweise auch die Unterschiede, das meine ich so, ja, die Wege, die Unterschiede in der Epicness, in der Tragweite der Klassenkampagnen, in den Schwierigkeitsgraden, den Hidden Skin oder so zu erbeuten, ja, da fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Feintuning. Heißt, Legion war für mich ein Add-on, wo vieles verbessert wurde, was nicht zuletzt auch von Spielern schon seit geraumer Zeit auch angeprangert wurde. Legion war für mich aber auch ein Add-on, wo viele neue Sachen, gerade klassenspezifisch, sagen, warum solltest du die Nova? Warum solltest du die Novan, wenn der Dicke da langläuft? Niemand weiß es. Und war für mich aber auch ein Addon, wo viele neue Sachen probiert wurden, den jetzt allerdings Feinschliff gefehlt hat, den wir dann, glaube ich, in BFA bekommen. Also gerade sowas wie jetzt vielleicht mit den Follower-Ordensressourcen und so weiter. Ne? Gerade sowas wie, was habe ich eben noch gesagt, dieses Gating, ja, dieses Scaling und solche Sachen ne, teilweise. Also da sehe ich teilweise noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ansonsten war Legion Addon für mich und für meine Gilde und aus Raid-Sicht und so weiter, was rundum Beschäftigung verspricht. Ja, also wir waren eigentlich immer beschäftigt, man konnte sich eigentlich immer was suchen. Natürlich kickt niemand die Fähigkeit Machtgriff, ist ja auch nicht schlimm. Der Tank kann ja ruhig gebottet und getoppt und in die Ecke geschmissen werden und gekockt und gehottet und was nicht alles gibt, ne? Und insofern Legion gerne wieder, sag ich mal, ja, Legion, gerne wieder, ich war mit dem Addon durchaus zufrieden, nebenbei Gilde super entwickelt, ja, wir als Community haben uns top weiterentwickelt, ich bin einfach rundum zufrieden mit diesem Addon und bin mir ziemlich sicher, dass BFA aussehen, ja, Fehler kann man nicht sagen, aussehen etwas weniger fein geschliffenen Diamanten, ja, etwas gelernt hat und die noch besser dann eben darstellen wird, sei es die Questdialoge, sei es die Lore, sei es das Gating, sei es alles, was ich hier eben angesprochen habe. So, was ist dieser Krieger eigentlich? Teller Arthas, Alter. Weißt du, als Kind zu oft einen Teller an den Kopf bekommen oder so, ich weiß es nicht, meine Güte. Ach, ist das ist schön, oder? Naja. Wäre der letzte Part nicht gewesen, Noobs in WoW, denn dann würde ich mich jetzt tierisch aufregen, aber hey, wir haben natürlich alle mal angefangen, ne, und ich habe ja Ben mit dabei. Insofern.
Insofern machen wir das notfalls auch zu zweit, ne? Juti, Freunde, das war's soweit mit meiner Meinung zu Legion bis jetzt. Ich bin mit dem Addon rundum zufrieden. Ich habe auch bis auf einige Enttäuschungsphasen wie Silithus eigentlich überhaupt nicht viel zu meckern und verbinde mit dem Addon eigentlich eine überwiegend schöne Zeit und vor allem eine Zeit, in der ich immer beschäftigt war und immer auch was zu erledigen hatte. Ja, und sei es nur einen dieser 300 Milliarden Skins zu farmen oder mit dem 700. Twink Gleichgewicht der Kräfte durchzuboxen. In diesem Sinne, Freunde, bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Love- und Hate-Kommis zu Legion schon mal in die Kommentare. Vielleicht werden wir auch noch überrascht. Vielleicht kommt noch was, so Rubin-Sanktum-mäßig, ne? Wer weiß. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Tschau.